geht weiter mit dem D-Space Praxistreffen 2022. Wir kommen zu einem Vortrag von Stefan Schmid von der Zentralbibliothek Zürich und mir, Pascal Becker von The Library Code. Vom Scanner direkt in D-Space, die Publikation von Retro-Digitalisaten auf der Zurich Open Platform. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag in die Runde und vielen Dank an Pascal Becker und Library Code, dass wir hier in diesem Rahmen unser immer noch relativ neues Repositorium vorstellen können. Erst ein paar Worte zur Zentralbibliothek Zürich. Wir sind eine öffentliche Stiftung, entstanden 1917 aus dem Zusammenschluss der Stadt- und Kantonsbibliothek Zürich. Wir sind darüber hinaus auch ein Teil der Universitätsbibliothek von Zürich. Und in unserer Rolle als Kantonsbibliothek haben wir gemäß Statuten den Auftrag, alle Turicentia oder möglichst umfassend Turicentia zu sammeln. Turicentia, das sind Titel, Publikationen zum Thema Zürich sowie Medien von Zürcher Autorinnen und Autoren und im Kanton Zürich erschienene Publikationen. Hier ein paar Beispiele sind das Adressbuch der Stadt Zürich, amtliche Publikationen, wie hier von der Stadt Zürich. Ein großer Bestandteil ist auch graue Literatur. Das sind zum Beispiel Jahresberichte von Vereinen aus dem Kanton, aus den Gemeinden und diverse weitere Monographien, Sammelwerke. Und zuständig für diese Sammlung ist die gleichnamige Abteilung Turicentia. Nun, wie kam es zu diesem Projekt, zu diesem Repositorium? Es ist so, wir haben natürlich auch Handschriften und alte Drucke im Bestand. Diese haben schon seit längerem ihre eigene Plattform, die schweizweit institutionenübergreifend sind, mit E-Manuskripta für die Handschriften und Erara für die alten Drucke. Und Born Digital und Retro-Digitalisate ungefähr ab 1800 finden auf diesen beiden Plattformen keinen Platz. Und daher war es unser erstes Ziel, zur Wahrnehmung des kantonalen Sammelauftrages für Turicentia, diesen eben auch für digitale Neuerscheinungen und Bestände des 19. und 20. Jahrhunderts wahrzunehmen, die wir digitalisieren. Und aus diesem Ziel ergibt sich das zweite Ziel, und das ist ein Open Access Repositorium für thematische Turicentia nach 1800. Stand heute, das Projekt ist im Juni letzten Jahres abgeschlossen worden und in den Regelbetrieb überführt worden. Und wir stehen nun bei ungefähr 1000 Dokumenten und viele weitere sind in Vorbereitung. Hier schon ein kurzer Einblick, wie das Endprodukt dann aussieht. Wir sehen auf der linken Seite die Startseite von ZOP mit den aktuellsten Veröffentlichungen. Hier zum Beispiel mit statistischen Berichten, die für ein Forschungsprojekt gebraucht wurden und digitalisiert wurden. Und auf der rechten Seite ein hübsches Feature, das von der Library Code eingebaut wurde, und zwar die Karte, mit der die Bestände nach geografischen Punkten gesucht werden können. Das ist basierend auf der OpenStreetMap. Die Zurich Open Platform ist ein Repositorium auf Basis von D-Space 6. Wie schon gesagt, ist der Sammelschwerpunkt thematische Turicentia, also Informationen, die inhaltlich in Bezug zu Stadt und Kanton Zürich stehen. Das heißt, wir, im Gegensatz zum Print-Sammelauftrag, wo wir auch alles sammeln, was in Zürich erschienen ist, aber nicht zwingend einen inhaltlichen Bezug hat, haben wir hier den Schwerpunkt thematische Turicentia gewählt. Der Library Code hat für uns, für die Zurich Open Platform, einige Erweiterungen erarbeitet. Das sind zum einen die BND-Vergabe. So können wir Personen, Körperschaften, Sachschlagwörter sowie Geografika mit der GND verknüpfen. Des Weiteren die Anzeige von Karten für die GND Geografika, die Sie eben kurz gesehen haben. Eine PDF-Vorschau für die einzelnen Items
Und darauf wird Pascal Becker gleich noch vertieft eingehen. Der Metadatenimport aus dem Bibliothekskatalog bzw. dem Bibliothekssystem ALMA, der zu Beginn der Eingabe möglich ist und via SRU dann die Metadaten einspielt. ZOP ist im Juni 2021 live gegangen. Sehr wichtig für uns sind auch Partnerinstitutionen. Derzeit haben wir davon drei, die kantonale Archäologie und Denkmalpflege, die Zürcher Hochschule der Künste sowie das Amt für Städtebau der Stadt Zürich. Das heißt, wir sind nicht ein klassisches institutionelles Repositorium für die Zentralbibliothek alleine, sondern wir sind auch offen für Partnerschaften mit anderen Institutionen aus dem Kanton Zürich. Der Vortrag soll zum einen ZOP vorstellen. Vielen Dank, Herr Schmid, für die Vorstellung soweit. Wir wollen aber konkret einen Workflow vorstellen, den wir im Rahmen der Entwicklung von ZOP gebaut haben und bei dem wir denken, dass es Interesse an Nachnutzung an anderen Institutionen geben könnte. Konkret geht es darum, dass in der ZB Zürich Dokumente, Bestände retrodigitalisiert werden und im Rahmen von ZOP veröffentlicht werden sollen. Einige Institutionen lösen das mit Kitodo. Manche davon schließen Kitodo an DSpace an. Dazu hatten wir letztes Jahr im Anwendertreffen hier einen Vortrag. Sehr spannendes Projekt. Wir haben uns hier für einen anderen Workflow entschieden. Die Dokumente werden in der ZB Zürich gescannt, werden dann als TIFF-Dateien in einem Ordner gesammelt. Das heißt, ein Ordner enthält immer alle Seiten eines Bandes und auf einen Server von uns, von Solibri-Code, hochgeladen. Dort findet dann automatisiert eine OCR-Erkennung und eine Zusammenführung der TIFFs in PDF-Dateien statt. Im Anschluss rufen wir über SRU Metadaten aus dem Bibliothekskatalog ab und importieren dann in DSpace die erstellten PDF-Dateien und die Metadaten, wo sie dann für den Review-Prozess bereitgestellt werden von Mitarbeitern in der ZB Zürich, die Metadaten ergänzt werden, die PDFs nochmal überprüft werden können und anschließend freigeschaltet werden in ZOP. Gehen wir kurz einen Blick auf die einzelnen Bestandteile dieses Workflows. Die OCR-Erkennung machen wir mit der Open-Source-Software Tesseract, steht in der Apache 2.0-Lizenz. Voraussetzung dafür, um gute Qualität der OCR zu bekommen, sind TIFF-Dateien mit mindestens 300 dpi. Wichtige Information für Tesseract ist jeweils, ob es sich um Antiqua oder Frakturschrift handelt. Das verbessert die Erkennung der OCR ganz erheblich. In diesem Zusammenhang meinen herzlichen Dank an das Projekt OCRD und die Uni Mannheim, die sehr hilfreiche Trainingsdaten für Tesseract für die Erkennung von Frakturschrift bereitgestellt haben. Habe ich hier mal verlinkt. Und damit können wir dann, also wir erfahren, im Workflow ist es so vorgesehen, dass wenn ich einen Ordner habe mit einem Band, dort eine Datei hinterlegt werden kann, die Fraktur heißt, keinen Inhalt haben muss, die einfach dazu dient, zu erkennen, okay, dieser Band soll bitte als Fraktur behandelt werden. Dann können wir das Tesseract mitteilen, geben das Trainingsmodell mit und dann erkennt das als Frakturschrift. Ansonsten gehen wir davon aus, dass es sich um Antiqua handelt und informieren Tesseract dann, dass er das entsprechende Modell dafür nimmt, das von Tesseract von Haus aus schon mitgeliefert wird. Und damit sind wir in der Lage, dann in den TIFF-Dateien Text zu erkennen, OCR durchzuführen und HOCR zu erzeugen. HOCR ist ein standardisiertes Format, das Metadaten enthält, den erkannten Text enthält und Informationen, wo dieser sich im Bild befindet. Und das wiederum erlaubt es uns dann, wenn wir die TIFF-Dateien in PDF-Dateien wandeln, den Text als eigenen Layer in das PDF mit einzubetten, dass wenn ich im PDF suche, ich auch direkt an die Stelle springe, wo im Bild der Text jeweils zu sehen ist. Schauen wir uns dazu kurz zwei Beispiele an. Hier ein Beispiel Antiqua, das ist ein Auszug aus dem Adressbuch der Stadt Zürich 1921. Hier unten die DOI, die direkt auf ZOP landet, wo es zu finden ist. Und natürlich gibt es so Sonderzeichen in Adressbüchern, die dann die OCR vielleicht nicht richtig erkennt, aber der Text ist im Großen und Ganzen relativ richtig. Ein bisschen schwierig sind manchmal die Wortenden, das werden wir auch gleich in Fraktur nochmal sehen. Aber das Entscheidende ist, dass wenn ich in dem Text nach der Zur-Lindenstraße suche, in dem Adressbuch, ich an diese Stelle auch dann springe und das auch sehen kann, dass DSpace in der Lage ist, den Text aus dem PDF zu extrahieren und das dann auch in die Suche in DSpace mit eingeht. Und das funktioniert ziemlich gut. Dasselbe nochmal in OCR. Stille ist dein Herz, dein Mund erschweiget. Das wird als Text so klar erkannt, wie es hier auch zu sehen ist und kann dann auf gleiche Art und Weise nachgenutzt werden. Das hier ist ein Dokument, ein sogenannter Nekrolog, der nach dem Tode von Anna Elisabetta Dennecker erschienen ist, auch in ZOP zu finden, dort veröffentlicht. Wie gesagt, die ZB liefert die TIFF-Dateien des Scans.
Unser Server übernimmt dann die OCR-Fraktur, das Zusammensetzen der PDFs und importiert, holt die Daten aus dem Bibliothekskatalog und importiert das Ganze dann in DSpace hinein. Jede Seite wird als eine TIFF-Datei gescannt und dort ist eine hohe Auflösung erwünscht, sowohl im Sinne der Retro-Digitalisierung als auch für die OCR erforderlich. Und diese unkomprimierten TIFF-Dateien in 300 dpi sind relativ groß. Also wir haben da Einzelbände, die mehrere Gigabyte groß sind für einen Band alleine. Und das ist natürlich schlecht handhabbar für Nutzerinnen und Nutzer, die letztlich schnellen Zugriff auf die Inhalte haben wollen und in die PDF-Dateien reinschauen wollen. Wir haben uns unter anderem deswegen dafür entschieden, das Ganze in PDF zu wandeln, damit wir dann Einzeldateien je Band haben und nicht je Seite, damit wir dort den Text, wie gesagt, vor das Bild legen können, damit es eine Volltextsuche darin gibt. Und das Ganze setzen wir dann zusammen mit ImageMagick über die Kommandozeile, automatisiert im Skript, werden dann die TIFF-Dateien transformiert. Wir reduzieren da die Auflösung auf 150 dpi, um das Ganze handhabbarer zu machen und komprimieren die Bilder auch, damit dann aus so einem zum Beispiel 2 Gigabyte Band halt 400, 500 Megabyte werden, die dann einfach leichter zu laden sind, leichter zu nutzen sind. Und das ist so der Kompromiss. Da haben wir relativ lange geschaut, auf welche Größenordnung wollen wir gehen, den wir im Rahmen des Projektes ausgelotet haben zwischen der hohen Qualität und der Dateigröße. Und auch dieser Vorgang der TIFF-PDF-Erzeugung erfolgt dann nach der OCR automatisiert und übernimmt dann den Text aus der OCR. Der Abruf der Metadaten aus dem Bibliothekskatalog erfolgt so, dass beim Ablegen auf unseren Servern, hatte ich ja bereits gesagt, werden die TIFF-Dateien eines Bandes in einem Ordner zusammengefasst. Und der Ordner hat einen Namen, der der MMS-ID des Bibliothekskatalogs entspricht. Das ist in dem Fall, die Zentralbibliothek Zürich setzt da einmal ein ins Bibliothekskatalog. Die MMS-ID ist die zentrale ID, um den jeweiligen Band im Bibliothekskatalog zu finden und aufzuzeigen. Der Abruf erfolgt via SAU und wir bekommen aus dem Bibliothekskatalog MARC XML, das wir dann mit XSLT transformieren und wo wir uns dann nicht alle Felder übernehmen, sondern die Felder raussuchen, die jetzt im Rahmen des Projektes identifiziert worden sind und die zusammen mit dem PDF dann nach DSpace einbringen. Das wird vom Skript automatisiert genutzt. Da gehen wir davon aus, dass wir zu jeder MMS-ID genau einen Treffer haben und den nutzen können. Wenn nicht, wird dann eine Fehlermeldung erzeugt und entsprechend ver-E-Mailt. Aber das klappt bislang komplett fehlerfrei. Das Skript kann auch genutzt werden, manuell zu Beginn eines neuen Eintrags. Wir haben nachher noch eine kleine Live-Demonstration, in der wir das gerne zeigen wollen. Live-Demo ist immer so ein bisschen wackelig, aber ich denke, das wird ganz gut funktionieren. Die es ermöglicht halt dann mit einer MMS-ID oder einem Barcode den entsprechenden Eintrag, die Metadaten des entsprechenden Eintrags aus dem Bibliothekskatalog zu laden und in der Submission-Maske dann zu ergänzen. Die MMS-ID speichern wir in den Metadaten. Das ist relativ wichtig, damit wir den Bezug zum Bibliothekskatalog, zum Eintrag im Bibliothekskatalog wiederherstellen können. Und im Anschluss werden dann die Daten, die in ZOP gespeichert sind, über OAI-PMH vom Discovery-System der Zentralbibliothek Zürich geharvestet. Das heißt, die holen sich die Metadaten dann wieder heraus, sehen dort, was ist in ZOP nachgewiesen, wozu gibt es bereits Retro-Digitalisate und reichern dann wiederum die Discovery-Lösung, die Suchergebnisse dort an, um direkte Links, hier ist das Werk übrigens online zu finden, in ZOP. Metadaten und PDF-Dateien, wie gesagt, werden dann in DSpace importiert. Die Importe erfolgen als abgeschlossener Submission in den Review-Prozess. Wir hätten es auch so programmieren können, dass sie direkt freigeschaltet werden. Da haben wir uns bewusst dagegen entschieden. Das war eine bewusste Entscheidung der Zentralbibliothek Zürich, die gerne nochmal die Metadaten kontrollieren, ergänzen möchte. Und vor allem auch in der Lage sein möchte, zu erkennen, wenn es dann doch zu einzelnen Fehlern nochmal gab, einfach im Scan-Prozess, in der OCR-Erkennung, in der Zusammenstellung des PDFs, dass da nochmal jemand draufschaut, bevor das automatisch online geht. Aber der Workflow von Beginn, wo das auf unsere Server gelegt wird, die PDF, die TIFF-Dateien, bis hin zur abgeschlossenen Submission in DSpace, der ist komplett durchautomatisiert und erfolgt automatisch, wird jede Nacht angestoßen, wird geschaut, gibt es neue Dokumente und dann werden die bearbeitet und online gestellt und können dann innerhalb von wenigen Tagen von der Zentralbibliothek Zürich weiterverarbeitet und online gestellt werden. Wir möchten das Ganze gerne zur Nachnutzung anbieten. Der Code steht prinzipiell unter der DSpace Source Code License, das heißt unter einer BSD-Lizenz, ist Open Source.
Allerdings ist der Code sehr speziell auf ZOP und die Zentralbibliothek Zürich ausgerichtet. Also insbesondere dann die XSLTs, die entscheiden, welche Felder aus dem MarkXML wir rausziehen und in DSpace nachnutzen, sind natürlich auf diesen Use Case wirklich fokussiert und angepasst. Und ich habe jetzt lange mit mir gerungen, ob wir da trotzdem was online stellen oder nicht. Das würde im Moment relativ viel Arbeit machen, das ein bisschen zu verallgemeinern. Aber wenn es Bedarf gibt, einfach eine E-Mail an uns schicken, geben wir gerne raus. Die einzelnen Bestandteile sind zum einen die Erweiterung von DSpace für den Import von Metadaten via SRU. Und zwar sowohl für die Kommandozeile als auch über die Eingabemaske in der Submission. Und dann zwei Python-Skripte, die jeweils nachschauen, gibt es neue TIFF-Dateien und dann sowohl Tesseract als auch ImageMagick steuern. Das ist ein Python-Skript. Und ein zweites Python-Skript, das nachschaut, ob es PDF-Dateien gibt, die fertig konvertiert sind und in DSpace importiert werden können und dann diesen Prozess anstoßen, über die Kommandozeile von DSpace dann sagen, hier ist das PDF, hier ist die PDF-Datei, hier ist die MMS-ID für den Abruf der Metadaten, übernehmen das Ganze bitte in DSpace hinein. Die Python-Skripte werden flankiert von einer Reihe von Kontrolldateien. Wir haben uns dafür entschieden, bewusst Kontrolldateien schreiben zu lassen, wenn der Upload der TIFF-Dateien auf den Server komplett abgeschlossen ist, dass wir nicht auf halbfertigen Dokumenten anfangen zu arbeiten. 2 GB Upload kann dann auch in dem Bereich doch nochmal ein Momentchen dauern, dass es da nicht zu ungünstigen zeitlichen Verschiebungen kommt und dasselbe auch nochmal dann für die OCR-Erkennung und die PDF-Konvertierung und den Import, dass es da klare Abschnitte gibt, wann das nächste Skript weiß, dass es die Arbeit anfangen kann. Wie gesagt, dazu dann bitte zur Nachnutzung zum Beispiel von E-Mail. Ich will hier auch noch kurz darauf hinweisen, dass wir die ersten Versionen von dem SRU-Import mit Unterstützung der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle gemacht haben. Dort ein bisschen anders umgesetzt. War, glaube ich, letztes Jahr auf dem anderen Treffen auch schon Thema. Hier haben wir das Ganze dann nochmal Richtung Submission weiterentwickelt und Kommandozeile, um es dann mit den Skripten halt nachnutzen zu können. Wir kommen nun zu einer Live-Demonstration, die Herr Schmidt durchführen wird. Ich gebe mal den Bildschirm hier frei, damit Herr Schmidt den Bildschirm teilen kann. Ja, jetzt können wir was sehen. Gut, genau, wenn wir uns hier anmelden, landen wir direkt beim Aufgabenpool. Was wir hier sehen, sind die digitalisierten Bestände, deren Metadaten via SRU importiert wurden. Können wir mal zum Beispiel eine Aufgabe übernehmen. Man sieht hier schon eine Vorschau der Metadaten, die importiert wurden. Hat die Möglichkeit, die PDF-Vorschau auch bereits zu öffnen. Und dadurch, dass eben die Metadaten importiert wurden, haben wir hier auch den Kataloglink zum Bibliothekskatalog, womit man die Metadaten noch abgleichen kann bei Bedarf. Genau, wir bearbeiten diese Metadaten oder wir kontrollieren die Metadaten jedes Mal noch, bevor wir die Beiträge freigeben. Ich lege jetzt das nochmal zurück in den Aufgabenpool und möchte gerne noch ein Beispiel zeigen, wenn wir jetzt ein Dokument komplett neu in DSpace eingeben wollen. Also ein Born Digital, das jetzt nicht von uns digitalisiert wurde. Wir wählen immer zuerst die Sammlung und dann kommt eben diese Möglichkeit hier per MMS-ID oder Barcode die Metadaten abzurufen aus dem Bibliothekskatalog. Hier ein Beispiel. Man sieht, man muss einfach nur die MMS-ID eingeben, kann suchen und das findet dann gleich diesen Treffer. Und wenn wir jetzt noch weiterklicken, landen wir wieder bei der Eingabemaske. Und wir sehen, es sind viele Felder bereits vorausgefüllt durch diesen Metadatenimport. Bei den Autorinnen sieht man auch, dass die GND bereits verknüpft ist, falls das im Bibliothekskatalog auch gemacht wurde. Auch hier Verlag, Erscheinungsort. Und auf der letzten Seite hier sehen wir unten nochmal
die Schlagwörter. Ich kann hier gleich noch zeigen, wie das aussieht, wenn wir die GND verknüpfen. Wenn wir zum Beispiel nach Zürich Altstadt suchen, wir können oben filtern, ist es eine Körperschaft, eine Person, ein Schlagwort oder ein Geografikum. Und im Falle von Geografika haben wir eben auch hier die Möglichkeit, auf der rechten Seite diesen noch mit der OpenStreetMap zu verknüpfen. Ein sehr praktisches Tool, meiner Meinung nach. Genau, wie das dann aussieht, die OpenStreetMap-Verknüpfung, sind wir hier auf dieser Karte. Wo man ja immer näher heranzoomen kann und die einzelnen Geografika werden dann als solche Nadeln dargestellt, wo man sieht, hier zum Beispiel sind drei Items mit diesem Geografikum verknüpft. Hier zum Beispiel nur eines. Genau, das sieht dann so aus. Ja, das wäre schon von der Live-Demo. Vielen Dank, Herr Schmid. Also das Ganze ist in der Zusammenarbeit aus der Zentralbibliothek Zürich und Solarbi-Code entstanden. Wir hosten ZOP für die Zentralbibliothek Zürich. Auf dem Anwendertreffen letztes Jahr hatte ich einen Vortrag gehalten über verschiedene Erweiterungen und Plugins zu DSpace, die wir programmiert haben. Dort gibt es auch nochmal Folien dazu und Informationen zu dem GND-Plugin, das wir für die Zentralbibliothek Zürich entwickelt haben. Das ist halt ermöglicht, die GND zu verknüpfen und diese Karten anzuzeigen und in DSpace einzubringen. Die erste Frage, wie groß sind die PDFs durchschnittlich? Herr Schmid, wissen Sie das? Ich kann nur so aus dem Bauch heraus Schätzungen abgeben. Wir haben keine Durchschnittswerte. Es ist auch etwas schwierig zu sagen, weil zum Beispiel die Adressbücher, die wir digitalisiert haben, die sind sehr groß. Die sind zum Teil bis ein halbes, bis ein ganzes Gigabyte sogar. Andere Bestände hingegen, die nur aus wenigen Seiten bestehen, sind ein paar Dutzend Megabyte. Also es ist sehr unterschiedlich. Und das war also bei der Abwägung der Auflösung, die wir wählen, für die Transformation aus TIFF-Dateien in PDF, war das so der Hauptbestandteil. Da haben wir uns halt mal orientiert an den Adressbüchern, die zum Teil bis zu 2000 Seiten pro Band haben, dass wir da noch auf handhabbare Größen kommen und dass zeitgleich die Qualität nicht zu sehr leidet. Insofern, ja, es gibt einzelne Dokumente mit mehreren 100 Megabyte oder einzelne Dateien mit mehreren 100 Megabyte und viele sehr kleine Dokumente, die halt 1, 2, 3 Seiten bestehen mit wenigen Megabyte. Gibt es Untersuchungen bezüglich der Qualität der OCR? Wurde die Trainingsdatenmenge für das OCR erweitert, um die Ergebnisse zu verbessern? Also was wir gemacht haben, ist, wir haben uns sehr intensiv damit befasst, wie gut die Qualität der OCR in Bezug auf Frakturschrifterkennung ist und dort dieses Trainingsdatenmodell, das ich vorgestellt habe, übernommen. Wir haben selber keine Trainingsdaten trainiert und angelernt, weil die Ergebnisse für uns ausreichend waren. Wir haben da jetzt auch keine tiefgehenden Untersuchungen strategisch, statistisch ordentlich gemacht, sondern wir haben, ganz ehrlich gesagt, einfach mehrere beispielhafte Dokumente durch die OCR-Erkennung durchlaufen lassen, Antiqua und Fraktur, und uns angeschaut, wie gut ist die Qualität der Texte, die wir dabei rausbekommen, bis wir an dem Punkt waren, wo wir gesagt haben, das erfüllt den Zweck, den wir haben. Der Zweck ist es, die Volltextsuche in DSpace zu unterstützen und eine Volltextsuche im PDF anzubieten und nicht die Texte zu extrahieren und dann nochmal groß nachzunutzen. Und diese Zwecke waren erfüllt. Ich habe diese beiden Beispiele in den Folien ausgewählt, damit man mal sieht und selber mal so einen Eindruck kriegt. Das ist nur ein oberflächlicher Eindruck, das ist mir klar, aber das ist das, was wir in der Stelle bieten können. Ich hoffe, das beantwortet die Frage in Richtung Hamburg. Wie war denn die Abwägung, eine eigene Lösung anstelle einer Digitalisierungslösung wie Qtodo zu nutzen? Herr Schmid, wollen Sie dazu was sagen oder soll ich dazu 2, 3 Worte verlieren? Sie können gerne. Also es gab einen konkreten Geschäftsgang in der Zentralbibliothek Zürich, wie Retro-Digitalisate angefertigt werden. Der war da. Und es gab dann, und das lief bislang meistens, wenn ich, korrigieren Sie mich da bitte, Herr Schmidt, Sie wissen das besser, das lief im Zusammenhang mit den in der Schweiz genutzten Plattformen erara.ch und die zweite habe ich gerade nicht im Kopf, steht auch in den Folien drin.
Und der Wunsch war jetzt für Zopf eine Lösung zu finden, bei der dieser Geschäftsgang in der Form nachgenutzt werden kann. Da Zopf von Solabicode gehostet wird, was dann naheliegend, dass wir im Rahmen des Projektes von Zopf dafür einen Workflow entwickeln, der es möglichst einfach macht. Und diese Lösung mit einem FTP-Server, auf den die Daten geladen werden, ist vergleichbar zu dem, der bei ERARA CH verwendet worden ist, wenn ich mich nicht irre. Und das war ausschlaggebend. Dann haben wir uns überlegt, okay, was können wir auf Seiten von Solabicode tun, um das zu unterstützen und dann einen vernünftigen Workflow zu bauen, der das möglichst gehend automatisiert. Haben uns umgeschaut, was nimmt man, was bietet sich an für die OCR, sind auf Tetherback gestoßen und haben dann diesen Workflow aus Upload auf den Server, Python-Skripte, Cronjobs, die erkennen, da liegen neue Daten, die erst die OCR machen, die dann mit Image-Matching Transformation machen, entwickelt. Und ich bin relativ begeistert davon, wie einfach sich das letztlich umsetzen ließ mit diesem Werkzeug, mit dem, was schon da und verfügbar ist und wie hoch die Qualität dafür ist. Das heißt, ja, Kitodo ist eine interessante Lösung, keine Frage. Wir haben hier versucht, auf einen bestehenden Geschäftsgang in der ZB Zürich aufzusatteln und einen parallelen Workflow für D-Space dann zu entwickeln. Beim manuellen Upload eines Digitalisats ist dort auch ein Volltextextrakt hochzuladen oder wird eine OCR im Hintergrund gemacht. Also der Upload von TIFF-Dateien erfolgt ausschließlich über FTP und nicht über die Submission-Maske und nicht manuell. Nicht über die Submission-Maske von D-Space und nicht manuell. Das heißt, die TIFF-Dateien landen auf unserem Server und dann gibt es einen Cronjob, der die OCR automatisiert anstößt und auch kein Volltextextrakt in D-Space hinterlegt, sondern ausschließlich in der PDF-Datei. Und das heißt, in D-Space geht eine PDF-Datei, die auf jeder Seite ein Bild hat, das komprimiert und auf 150 dpi reduziert ist und davor ein Text, der liegen hat, der unsichtbar ist, der transparent ist, der aber ausreicht, damit die üblichen Mediafilter in D-Space den Text extrahieren können und für die Volltextsuche nachnutzen können. Insofern nein, es ist jetzt nicht manuell einen Volltextextrakt hinzuzufügen, sondern über die Submission-Maske werden typisch PDF-Dateien hochgeladen und der Upload von TIFF-Dateien erfolgt über SFTP außerhalb der Submission-Maske und dann wird mit SRU werden die Daten, die Metadaten aus dem Bibliothekskatalog herausgezogen und mit importiert. Es gibt dann noch eine Frage, kann oder könnte man unterschiedliche Autorentypen als fiktives Beispiel, solche aus Zürich und solche nicht aus Zürich, unterscheiden beziehungsweise beispielsweise durch eine gesonderte Darstellung, zum Beispiel in der Schrift fett kennzeichnen oder durch spezielle Zeichen? Ich würde sagen, das ist konzeptionell vor allem eine konzeptionelle Frage. Wenn ich einen Autor, eine Autorin habe, wie lege ich überhaupt erstmal fest, ob das eine Zürcher Autorin ist? Wenn die Autoren mit der GND verknüpft sind, haben wir dann natürlich alle Informationen, aber Personen neigen ja dazu, in verschiedenen Orten zu leben und im Laufe des Lebens weiterzuziehen. Also erstmal konzeptionell bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir wirklich diese Unterscheidung in der Form vornehmen können. Wenn das feststünde, wenn man das konzeptionell gelöst hätte, ist die Frage, wie man das in den Metadaten verankert oder wie man das zu einer Person herausbekommt. Also wenn ich einen Algorithmus habe, der sagt, hier Person mit GND verknüpft, schau in der GND nach, ob in den Lebensdaten Zürich auftaucht, könnte man das programmiertechnisch in der Oberfläche vorsetzen, das ist bislang aber nicht vorgesehen. In der Submission-Maske gibt es noch die Frage, ob man das dort machen könnte. Auch da könnte man natürlich, was weiß ich, einen grünen Punkt nochmal einblenden, wenn ich in der GND Daten finde. Das beruht dann aber alles auf der GND-Verknüpfung, ist alles so nicht umgesetzt und ist bislang auch nicht in Planung, meines Wissens nach. Gut, wir haben noch eine Minute. Vielleicht gibt es noch weiter eine letzte Frage zum Abschluss. Ich hoffe, ich habe auch keine Frage übersehen. Nochmal der Hinweis aus dem Hintergrund an mich, nochmal darauf hinzuweisen, das Ganze ist Open Source, wir geben es gerne raus. Scheuen sich da bitte nicht, uns eine E-Mail zu schicken, contact@thelibrarycode.de. Und es werden, wie gesagt, mit Tesseract und Image Magic auch nur Open Source Tools eingesetzt an der Stelle. Gut, dann, Herr Schmid, herzlichen Dank für die gemeinsame Präsentation. Vielen Dank an das Auditorium für die Aufmerksamkeit, für die Fragen. Soweit zu diesem Vortrag.